hallo, sziasztok! Heute wieder mal mit den Nadine ihren wundervollen Karten. Und zwar, wir haben hier von Nadine Breitenstein diese schöne The Secret Key Cards Karten. Und heute haben wir, eine Venus-Tag. Was haben wir denn an dem Venus? Also, das kann ich dir schon mal sagen. Also, was kann ich dir denn schon noch mal sagen? Also, wir haben heute, also Venus wechselt aus dem Fischen in den Widder. Und ja, in der Liebe und Beziehungen kommt man auf wirklich, was man ausleben möchte. Und darum machen wir hier so einen Power-Booster für euch. Und zwar in dem Ritual. Und jetzt gucken wir mal, wie es in der Liebe wirklich weitergeht. Bleibt unbedingt dabei. Eieieiei. Und sende mir deine Gedanken zu. Also, es zeigt sich hier an, wie gesagt, also die Kreativität. Etwas Neues möchte man ausprobieren. Und ja, also ich sehe jetzt hier schon, also die Kreativität, vielleicht auch das Kochen, vielleicht auch ein Date. Also es könnte jetzt wirklich sein und wir haben ja auch ein Gewinnspiel heute. Also wenn du dieses Video also teilst und kommentierst mit Hashtag Zwillingsflamme und dann also kann sich hier also einiges wirklich auch ändern, ja. Also du kannst dann 15 Minuten kostenfrei mit mir gewinnen. Ich habe hier das Gefühl, dass hier erstmal ein bisschen Pause machen möchte dein Mister. Aber er kommt schon in der Bewegung und es kommen aktive Nachrichten auf dich zu. Und da ist eine absolute Herzöffnung, was du jetzt hier auch spürst. Also vielleicht auch durch die Umarmung auch entstanden. Das könnte jetzt der Fall sein. Er kommt hier in diese Königsenergie, da bin ich mir sicher. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass da auch eine neue Zeit für euch zwei beginnt. Also das sind also klärende Energien, die da sind. Und vielleicht auch nutzt er auch viel Salbei, vielleicht nutzt du auch Salbei. Das ist also vielleicht räucherst du oder räuchert er auch Salbei. Also es zeigt sich aber hier diese negative Energie, diese schwarze, magische Energien, das nehme ich jetzt hier irgendwie, weil ich weiß nicht warum, aber das könnte jetzt hier wirklich sein, dass da, ich weiß es nicht, dass da so irgendwie, also diese Energien, die ich jetzt hier wahrnehme, ja, da könnten die hier schon in gewisser Art und Weise schon eine Rolle haben, dass die dann irgendwie schon einen Einfluss auf dein Mister haben. Also es könnte jetzt hier der Fall sein. Also der hat hier richtig eine Liebeskummer, das nehme ich jetzt hier wahr. Und er kriegt aber auch Zeichen. Also ich habe wirklich das Gefühl, er wird auch hier Zeichen bekommen. Also du weißt, was das bedeutet, also bestimmte Zeichen. Aber es sind hier, die Zwillingsflammen sind aktiv und der karmische Seelenpartner ist auch aktiv. Aber der ist hier wirklich ein sehr, sehr tüchtiger Mann. Aber auch hier, da ist irgendwie so ein Doppelgänger auch da. Und ja, vielleicht sieht er dich, dass du dich selber so ein bisschen bedauerst und schaut dich so ein bisschen aus der Ferne an. Das könnte jetzt hier wirklich der Fall sein. So, wie geht es denn weiter? Also bei dir sehe ich, also du kommst schon in eine höhere Schwingung und also ich sehe denn schon, dass du ihn schon als adretten Mann wahrnimmst und es zeigt sich auch die Dualseele. Die Dualseele zeigt sich, also irgendwie zeigt sich hier auch nochmal ein Umzug. Das könnte jetzt hier eine Rolle spielen und also sollte sich hier irgendwie in den Mittelpunkt stellen, das nehme ich jetzt hier wahr. Und also, da ist dieses totale Realistis da und also Erfolg und Vertrauen ist da, also diese Wunschbrunnen. Vielleicht willst du auch wieder in den Erfolg vertrauen. Also da ist eine gewisse finanzielle Notlage da und also auch eine gewisse Empfindsamkeit. Du
hast vielleicht auch die Gedanken, dass du auch finanziell irgendwie ein Einbußen hast, bist aber trotzdem sehr, sehr fleißig und stets bemüht, ne? Also und hast auch total Geist, das Blitze, wie das auch vorangeht, aber der zeigt sich schon extrem dein Mister hier in seine Unabhängigkeit. Und du weißt auch, du gehst jetzt hier irgendwie ein Risiko ein. Und das ist ein glücklicher Zufall, denn ihr habt euch nicht gesucht und nicht gefunden. Also vielleicht machst du auch hier eine Chakrenarbeit oder eine Aura-Reinigung, das könnte ja sein. Aber es kann auch sein, dass du dich auch von Klärung geflüchtet hast. Also ich sehe jetzt hier das Lampenfieber und ja, dass du vielleicht auch so mangelndes Selbstvertrauen hast. Vielleicht gehst du dann auch zu einer Beraterin oder einer Kartenlegerin, weil du auch wirklich enttäuscht bist. Du fühlst dich also ein Stück weit verraten und hier zeigt sich auch, die Spiritualität spielt hier auch eine Rolle. Also die Spiritualität spielt hier schon eine große Rolle, ne? Also, so, was fühlte denn für dich? Also dein Mister, du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich und es zeigt sich hier eine heimliche Verehrung. Also ich bin mir sicher, der verehrt dich heimlich und ja, das ist doch schon also wirklich unglaublich, ne? Und das ist dann, wir haben ja auch diese Venus-Tag heute, also ich kann dir gerne also in dem Ritual, also diese Power Booster, Fischen im Widder, in den Lieben, Beziehungen, ne? Also was du jetzt so ausleben kannst. Und ja, kann ich dich da auch unterstützen. Und wenn du jetzt auch wirklich dieses Video teilst, dann kannst du auch an dem Gewinnspiel teilnehmen. Kommentiere das auch mit Hashtag Seelenpartner Zwillingsflamme. Also da kannst du wirklich an dem Gewinnspiel teilnehmen, 15 Minuten Kartenlegung mit mir. Ich drücke dir den Daumen und sei auch morgen wieder dabei oder übermorgen oder wann das wieder soweit ist. Und wenn es heißt, die Reka Spirit hat wieder was online. Bis dann, bye bye.